Hallo ihr Lieben, ich wollte ganz kurz mal ein Video machen über ein Thema, was wahrscheinlich auch viele Menschen betrifft. Ich selber hatte das gerade wirklich auch richtig krass in der Familie und es gibt bestimmt viele Familien, wo das auftritt. Zumindest da, wo es eben noch Geimpfte und Ungeimpfte, das habe ich nicht versprochen, Geimpfte und Ungeimpfte und ja, vielleicht sogar Menschen gibt, die sich jetzt nicht allzu oft testen lassen wollen, das kann ja auch sein. Weil, also ich glaube, es gibt nochmal einen großen Unterschied zwischen der Impfung und den Tests. Deswegen mache ich im Notfall auch nochmal einen Test. Impfen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Jedenfalls war das bei mir in der Familie auch so, dass jemand wollte, dass wenn wir uns mit älteren Leuten aus der Familie treffen, ja, mit Oma oder Opa oder so, dass man sich dann vorher testen lässt, ne, um eben auch der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Ja, jetzt kann ich hier auf YouTube leider auch überhaupt nicht viel sagen, weil mein letzter Kanal wurde ja deswegen gelöscht. Aber ich könnte das ja mit Glaube und mit Religion begründen, fällt mir gerade ein. Ich glaube ja an Gott, ne? Und ich sage ja, ich bin hier ein Mensch mit einem göttlichen Funken, mit einem gesunden Körper, mit Gewissen und Verstand begabt in dieser Welt. Und ich glaube einfach an die Natürlichkeit des Seins und dass mein Körper so in Ordnung ist, wie er ist. Und ja, wenn ich halt Corona kriege, dann kriege ich halt Corona und alles gut. Und ja, jedenfalls lasse ich mich weder impfen, noch lasse ich mich gerne testen. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben auch in vielen Familien so ist wie bei mir, dass es eben zu wirklich Streitereien und Spaltereien geführt hat, ja, dass wirklich Familien gespalten sind. Und das ist eigentlich so krass, das ist so schlimm eigentlich. Naja, das Lustige ist, jemand aus meiner Familie hat dann auch gesagt, ja, wenn wir uns da alle treffen, dann möchte ich, dass jeder verantwortlich dafür ist, dass er gesund ist und dass er nichts mit hierher bringt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich gestern und heute testen lassen. Ich mache das normalerweise nicht gerne. Ich habe mich testen lassen, weil ich gerne Corona hätte. Ich hätte gerne Corona. Ohne Witz, weil ich war halt vor ein paar Wochen mal erkältet und hatte jetzt irgendwas Komisches, was ich nicht richtig einordnen kann, weil ich war weder richtig krank, sodass ich irgendwie wirklich halb tot im Bett liege, noch war ich gesund. Also ich hatte die ganze Zeit so einen Husten und so und habe trotzdem wenig geschmeckt und so. Und da dachte ich jetzt wirklich, na Mensch, vielleicht hast du ja Corona. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, weil danach wäre ich ja genesen. Danach könnte ich wieder zum Sport und so weiter und so fort. Das reimt sich sogar. Könnte ich zum Sport und so weiter und so fort. Ja. Deswegen habe ich mich gestern und heute testen lassen, weil ich hätte gerne Corona. Das ist natürlich jetzt Trotz, ne? Ich möchte auch Weihnachten bei der Familie sein, aber das ist jetzt so ein Trotz, dass ich sage, weißt du was? Wenn ich jetzt Corona hätte, dann müsste ich 2 Wochen zu Hause bleiben. Das wäre halt kacke wegen Weihnachten, aber danach wäre ich immerhin genesen, ne? Und weil, wie gesagt, meine Familie, um das so ein bisschen... Nicht böse, ihr versteht, was ich meine, aber so eine Trotzreaktion, um meiner Familie zu zeigen, wenn ihr mich nicht da haben wollt, dann lasse ich mich jetzt testen. Und wenn dieser Test, der sagt ja sowieso, was er will. So ein Test sagt ja sowieso, was er will. Ne? Man kann ja auch eine Mango, Benzin und ein Schaf testen und die sind auch positiv manchmal. Ja, Corona. Das heißt, ich habe gedacht, scheiß drauf, wenn dieser Test positiv ist, dann bin ich danach immerhin genesen. Kann ich Weihnachten zwar alleine verbringen, aber naja. Ja, in diesem Sinne, liebe Freunde, ich finde das unfassbar. Ich finde das traurig, Wahnsinn. Es grenzt wirklich an den ultimativen Wahnsinn. Deswegen heißt Corona ja auch die Krönung. Ne? Corona ist wirklich die Krönung der Absurdität. Corona ist wirklich das größte Zeichen der Endzeit. Obwohl jetzt nicht, nee, nicht das größte Zeichen. Ich würde sagen, alles zusammen. Alles zusammen. Ich habe eben gerade ein Video gemacht, über, ach jetzt schon wieder weg, oder? Ist es weg? Nee. Hier, Drohnensystemausfälle in Deutschland. Die warnen wegen Corona vor Systemausfällen. Ja? Dass Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und so weiter, Strom- und Wasserversorgung nicht mehr klappen wegen Corona. Weil die Leute in Quarantäne gehen müssen, die da arbeiten und so weiter. Darüber habe ich eben ein Video gemacht. Das ist der Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn, liebe Freunde, ist das Zeichen, dass wir in der Endzeit sind. Und wer damit nichts anfangen kann, wisst ihr was, dann geht einfach, schaltet ARD und ZDF ein, dann seid ihr auch bei mir falsch. Ja, ich beanspruche hier wirklich
nicht die ganze Wahrheit, die ganze Wahrheit kennt niemand, aber zumindest die Wahrheit, die für uns Menschen wichtig ist. Ja? Für uns Menschen ist nicht viel wichtig. Wir brauchen Liebe, Geborgenheit, Freundschaft, Frieden, eine Berufung, der wir nachgehen können, ein Zuhause und eben ein schönes Leben im Einklang mit der Natur, mit sich selber und mit Gott. Mehr brauchen wir Menschen nicht. Das ist einfach und ja. Eigentlich ist es doch nicht anmaßend, wenn ich mir sage, dass ich diese Wahrheit entdeckt habe. Ne? Das wäre dumm, eher dumm von anderen Menschen zu sagen, dass sie diese Wahrheit nicht entdeckt haben. Also in diesem Sinne, liebe Freunde, hoffe ich, dass ihr nicht allzu sehr viel Spaltung in eurer Familie habt und dass man einen Kompromiss findet, damit alle zufrieden sind. Und ja, ich habe auch so ein Beispiel in der Familie, die will sich wirklich partout nicht testen lassen. Die folgt sozusagen ihrem inneren Gefühl. Und ich habe die auch verteidigt bei anderen Familienmitgliedern. Ich habe gesagt, du, ich muss die in Schutz nehmen, weil für mich eigentlich ist es auch, dass ich mich korrumpieren lasse, wenn ich einen Test mache, weil ich halte davon eigentlich nichts. Persönlich. Nicht, dass ich jetzt gesperrt werde, weil ich, nicht wegen des Tests nichts bringe oder so. Darum geht es jetzt nicht, sondern ich halte dafür einfach nichts von und wegen von dieser ganzen Geschichte, C-Punkt-Geschichte, ja. Und eigentlich ist es auch, dass ich mich korrumpiere, wenn ich da einen Test mache und so weiter. Ja, ich lasse mich ja auch nicht impfen, damit ich wieder in die Disco gehen kann oder so ein Quatsch. Ja, alles ist, dass man sich korrumpieren lässt. Die meisten Menschen lassen sich ja nicht spritzen wegen der Gesundheit, sondern wegen der Freiheit. Wobei das natürlich schon wieder total lächerlich ist, das fällt mir gerade selber auf, dass man, damit man seine Freiheit behalten kann, etwas Bestimmtes dafür machen muss. Du musst etwas tun, etwas Bestimmtes, damit du frei bist. Was ist das für eine Freiheit? Oh Mann. Ach ja, liebe Freunde, ich freue mich total. Ich freue mich auf die kommende Zeit, das ist so geil. Es passiert gerade so viel. Und es wird so geil und es verändert sich jetzt alles und ach, ich liebe es einfach, es ist so toll, ja. Ich freue mich, dass ihr da seid, ich hab euch lieb, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Ihr könnt mich alles fragen, schreibt mir, wie es euch geht, ja. Und wenn ihr die Glocke abonniert von dem Kanal, wäre natürlich auch toll, weil YouTube irgendwie meine, habe ich auf dem letzten Kanal gemerkt, YouTube hat meine Videos immer nicht so unterstützt, aus welchen Gründen auch immer. In diesem Sinne, liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Namaste. Hare Krishna. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, intelligent, bewusst. Haut rein.